Der Titel dieses Screencasts ist Die Essigsäure, eine Carbonsäure. Und hier sehen wir schon mal eine Substanzprobe der Essigsäure. Der UPAC-Name wäre Ethansäure und hier unten ist auch die funktionalisierte Strukturformel zu sehen, CH3COOH. Und was wirklich erstaunlich ist an Ethansäure oder Essigsäure, ist, dass ihre Schmelztemperatur bei reiner Essigsäure bei plus 17 Grad Celsius liegt. Deswegen nennt man das auch Eisessig. Unter plus 17 Grad Celsius bilden sich eben eisartige Strukturen. Und das ist gefühlt eine ziemlich hohe Temperatur, finde ich, im Zusammenhang mit Eis. Was man noch sehen kann, ist, dass die Essigsäure ein Bestandteil einer homologen Reihe ist. Wir haben hier die Methansäure, Ethansäure, Propansäure, Butansäure und dann geht es so weiter. Hier die Stearinsäure. Also, warum nicht die Essigsäure als Exempel herausgreifen, um zu verstehen, was es mit Carbonsäuren auf sich hat? Ja, die Essigsäure ist das Paradebeispiel, das wir uns ausgewählt haben für diesen Hefteintrag. Die Carbonsäuren am Beispiel der Essigsäure und hier sind auch die relevanten Buchseiten. Was wollen wir uns vornehmen? Hier sind die Lernziele und wir werden gleich mal einsteigen. Wie immer ist es doch am besten, man beginnt mit einer Interaktion. Also ergänzt die Lewis-Formeln und die Oxidationszahlen für Ethanol, Ethanal und die Ethansäure. Pause-Taste drücken, ich warte nach lösender Pause-Taste mit den Auflösungen und Erklärungen dazu. So, und da haben wir es. Also die Strukturformeln sind hoffentlich kein Problem. Ich habe die hier ein bisschen so hingebogen, dass es besser alles vergleichbar ist. Was wir hier sehen können, ist die Oxidationszahlen von Methylgruppen, also dem C mit 3 H's, da hat das C immer die Oxidationszahl minus 3. Da ändert sich auch nichts. Das einzige C, das sich beim Fortgang in dieser Reihe ändert, beziehungsweise die Oxidationszahl dieses Cs, hier haben wir minus 1, das kommt ganz einfach daher, dass wir hier plus 1 haben, plus 1, minus 2, da ist noch plus 1 übrig, also muss dieses C minus 1 sein. Dann haben wir hier bei Ethanal minus 2 plus 1 als Oxidationszahlen, also muss das hier plus 1 sein. Und bei der Ethansäure haben wir minus 2 für die O's und plus 1, das sind noch minus 3 übrig, also muss dieses C plus 3 haben. Ich soll noch ein bisschen, was habe ich mir hier notiert, über die Bindungsverhältnisse in der Carboxygruppe sagen. Naja, die Carboxygruppe ist kennzeichnend für die Carbonsäuren und innerhalb der Ethansäure ist die sehr schön sichtbar. Es handelt sich um doppelt gebundenes O an diesem C-Atom und an diesem C-Atom hängt auch noch eine OH-Gruppe dran. Wenn wir das hier sehen, dann wissen wir, wir haben es mit einer Carbonsäure zu tun. Und da haben wir schon wieder eine Möglichkeit, interaktiv vorzugehen. Ethanol reagiert mit Luftsauerstoff als Oxidationsmittel zur Essigsäure. Das passiert im Wein, wenn wir den offen stehen lassen. Im Wein herrschen leicht saure Bedingungen und der Luftsauerstoff reagiert zu Wasser. Formuliere die Teiggleichungen und die Redoxreaktion der Essigsäurebildung. Es handelt sich also um die Teiggleichungen, Oxidation, Reduktion einer Redoxreaktion. Pause-Taste drücken, versuchen auf dem Papier zu lösen. Ich warte nach dem Lösen der Pause-Taste auf der nächsten Seite mit den Lösungen. So, da habe ich jetzt mal alles zusammengestellt. Also, bei der Oxidationsgleichung ist klar, hier verändert sich die Oxidationszahl dieses C-Atoms von minus 1 nach plus 3. Es müssen 4 Elektronen abgegeben werden. Zum Ladungsausgleich dieser 4 negativen Ladungen gebe ich 4H3O plus zu. Es wird hier auch beschrieben, dass leicht saure Bedingungen herrschen, also Ausgleich mit H3O plus, Oxonium-Ionen und der Stoffausgleich mit Wasser 5H2O. Bei der Reduktion ist hier wieder ein Fallstrick. Sauerstoff wird zu Wasser. Sauerstoff ist O2, in Wasser haben wir nur ein O, also muss hier ein Koeffizient 2O davor. Und jetzt aufpassen, denn die Oxidationszahl des O's verändert sich von 0 nach minus 2, sind aber 2 O's, also müssen 4 Elektronen aufgenommen werden. Ich brauche wieder 4 Oxonium-Ionen zum Ladungsausgleich und dann 4 Moleküle Wasser zum Stoffausgleich. Die Gesamtredoxgleichung sieht so aus. Also, Ethanol reagiert mit Sauerstoff, dabei entsteht die Essigsäure und ein Molekül Wasser.
Jetzt ist es Zeit, sich die funktionelle Gruppe der Carbonsäuren mal genauer anzugucken. Also was hier dranhängen kann, ist ein beliebiger Kohlenwasserstoffrest, im Normalfall ein Alkylrest, wenn wir auf die Carbonsäuren gucken. Und hier sehen wir ein C mit einem doppelt gebundenen O. Das ist eine Carbonylgruppe, so wie wir sie bei den Aldehyden und bei den Ketonen kennengelernt haben. Carbonylgruppe. Und hier unten, das Besondere, ist, dass an diesem C-Atom hier noch eine zweite funktionelle Gruppe hängt, die wir schon kennen, die Hydroxygruppe der Alkohole. Und wenn man aus diesen beiden funktionellen Gruppen ein Akronym bildet, also die Anfangssilben sozusagen nimmt, dann bekommen wir die Carboxygruppe. Und diese gesamte Gruppe hier, das ist die typische funktionelle Gruppe der Carbonsäuren. Man nennt die auch Carbonsäuregruppe oder Carboxygruppe oder Carboxylgruppe. Das Besondere daran ist, dass dieses C-Atom hier zwar vier Bindungen hat, aber nur drei Bindungspartner, nämlich den Rest, das doppelt gebundene O und die OH-Gruppe. Und deswegen haben wir hier auch besondere Bindungsverhältnisse. Wir haben nämlich hier zwischen diesen Liganden an dem C-Atom einen Winkel von 120 Grad und alle diese Atome hier liegen in einer Ebene. Also das da ist sozusagen wie ein planares Dreieck. Ich weiß gar nicht, ob es unplanare Dreiecke gibt, aber die liegen alle in einer Ebene. Und dann gibt es noch was, das wir dazu lernen müssen, nämlich dass hier ganz eindeutig Polaritäten vorliegen. Die Partialladungssymbole, die zeichne ich hier mal ein. Und die zeigen uns deutlich, dass hier eine polare Gruppe vorliegt. Und jetzt gucken wir mal auf der nächsten Seite, was wir damit noch anstellen können. Ich schätze, wir haben es schon befürchtet, wenn da sowas mit polar und unpolar auftaucht, dann geht es gleich wieder um Löslichkeit. Die Butansäure, die Buttersäure, ist gut in Wasser löslich. Das ist eine Carbonsäure mit 4 C-Atomen. Und ich verwende jetzt hier mal die Skelettformel, das geht am schnellsten. Und verglichen mit der Dekansäure ist die relativ gut wasserlöslich. Die Dekansäure eher nicht. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema. Wir haben hier diese polare Carboxygruppe. Und an dieser polaren Carboxygruppe hängt ein unpolarer Alkylrest dran. Und wenn wir uns das Größenverhältnis angucken, dann sehen wir, dass hier die polare Carboxygruppe bei der Butansäure doch sehr viel mehr die Löslichkeitseigenschaften bestimmen kann als bei der Dekansäure, denn da haben wir einen viel, viel längeren Alkylrest, der Van der Waals-Kräfte ausbilden kann und sozusagen dann die Kontrolle über die Löslichkeitseigenschaften übernimmt. So, jetzt mal die nächste Aufgabe. Carbonsäuren geben an Wasser ein Proton ab. Wasser ist klar, Proton H+. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, am Beispiel der Ethansäure unter Verwendung von Strukturformelgleichungen, wie sieht diese Protonenabgabe aus? Ich habe es hier schon mal vorbereitet und wie uns dieses Icon sagt, bitte als Hefteintrag übernehmen. Was ich hier markiert habe, ist nochmal dieser unpolare Teil der Carbonsäure und hier der polare Teil. Diesmal in blau aufgepasst, hier ist eine negative Ladung. Und was man sehen kann, ist, dass dieses Proton hier an Wasser abgegeben wird. Und das machen alle Carboxylgruppen oder alle Carboxygruppen der Carbonsäuren so. Die sind nämlich Protonendonatoren und geben ein H+ ab. Und wie wir sehen können, bleibt dieses Bindungselektron hier quasi am O zurück.
Ja, das machen alle Carbonsäuren so. Und auf der nächsten Seite habe ich dann noch ein bisschen eine Verschriftlichung dazu für euch parat. Das ist ganz klar. Warum geben diese Carbonsäuregruppen so gerne in Anführungszeichen ein Proton ab? Nun ja, zum einen wissen wir, dass diese Bindung hier sehr polar ist, denn das O-Atom hat eine höhere Elektronegativität als das H-Atom. Das heißt, die Bindungselektronen befinden sich eh schon sehr viel näher am O-Atom. Und hier sehen wir, jetzt sind sie ganz dahin gewandert. Und dieses entstehende Carboxyladion, das ist sehr, sehr stabil. Es gibt hier so eine Ladungsdelokalisierung, also quasi können die Elektronen hier Platz tauschen. Und außerdem können wir noch einen Grund sehen, warum gibt diese Carboxygruppe so gerne das H+ ab. Naja, dieses O hier hat jetzt einfach mehr Elektronen und gelangt näher an den Oktettzustand. Also das machen alle Carbonsäuren so, bitte mit diesen Markierungen hier das als Hefteintrag übernehmen. Ganz am Schluss noch eine farbige Tabelle. Wir wissen, dass Essig sauer schmeckt. Und Ameisensäure vermutlich auch. Nur würde ich die ungern probieren. Vielleicht andere Säuren, die auch sauer schmecken. Da kommt es ja auf die Oxoniumionen an, die gebildet werden. Ja, die haben den sauren Geschmack gemeinsam. Nicht alle sind gesund und wir wollen die nicht probieren. Was können wir tun? Wir können Indikatoren verwenden. Und das sind Stoffe, die je nach chemischer Umgebung, also sauer oder basisch, wie es hier zu sehen ist, ihre Farbe ändern. Nun ja, als erstes mal der Geschmack. Säuren schmecken wir als sauer. Das liegt an den Oxoniumionen. Fragt man jemanden nach dem Geschmack von Basen oder Laugen, dann stößt man meistens auf Unverständnis. Aber die schmecken bitter oder seifig. Also wenn wir was in den Mund nehmen, zum Beispiel Backpulver, und das schmeckt bitter und seifig, dann wissen wir, das ist basisch oder alkalisch. Die Indikatoren geben uns da noch eine ganz wunderbare Gelegenheit, das ohne Geschmacksprobe herauszufinden. Da gibt es zum Beispiel den Blaukrautsaft, der ist im Kontakt mit Säuren sauer. Neutral sehen wir, dass er eine lila Farbe annimmt. Und je nachdem, wie stark basisch oder alkalisch eine Lösung ist, wird Blaukrautsaft blau, grün oder gar gelb unter ganz stark alkalischen Bedingungen. Ein bekannter Indikator aus dem Unterricht ist auch Lackmus. Der ist im sauren Rot, im neutralen Lila und im basischen Blau. Und dann gibt es noch das Phenolphthalein, ein zu Unrecht gehasster Indikator. Der macht die Sache recht deutlich. Im sauren und im neutralen ist er farblos und nur im basischen wird er schön pink. So, das war der Einführungs-Screencast zum Thema Essigsäure als Exempel für die Carbonsäuren.